Hallo liebe Waldgenossen, liebe Naturfreunde, liebe Grüße aus Vorpommern. Hier ist mal wieder euer Jagdstifti Udo. Ich bin heute an der Lieblingskehrung und will mal schauen, ob die Sauen die Kehrung angenommen haben. Ich war lange nicht hier. Ich habe jetzt vor kurzem erst die Mahlbäume auch mit Buchenholzteer beschickt. Hier im Vordergrund habe ich mir jetzt ein bisschen Weizenstroh hingelegt für den Winter. Mache ich gerne auf die Kehrung, so dass es die Vögel nicht das Kehrgut wegnehmen können. Und die Sauen brechen da auch gerne drinnen, weil sie das kennen sie noch von den Feldern, wo sie im Sommer drin gesteckt haben. Und wollen wir mal schauen. Eddie, hierher. Eddie, Platz. Platz. So bleibt, ne? So bleibt. Hier habe ich noch ein bisschen Kehrgut. Eddie, Platz. Platz. Platz, ablegen. Ablegen, ey. So bleib. So, hat viel Arbeit gemacht, wieder die Kehrung frei zu schneiden. Und Sauen waren schon da, aber es stehen rundherum noch viel Mais und viel Zuckerrüben. Das lenkt die Sauen natürlich auch hier von der Kehrung noch ab. Aber auch die Zeit wird kommen, wo das alles nicht mehr da ist. Und dann habe ich wieder hier mehr Bewegung. Ein bisschen Bewegung ist, aber nicht viel, hält sich alles noch in Grenzen. Wie gesagt, hier ziehen sie kurz mal rüber und stecken auch mal den Wurf rein, aber ansonsten ist das alles noch nichts Besonderes. Ich habe jetzt die letzte Woche zwei, drei Sauen erlegt, aber wie gesagt, es ist noch nicht so überwältigend. Hier habe ich mit einem Leckstein auch mal fürs Reh und Rotwild. Habe ich neu gemacht. Habe ich vom guten Kumpel geschenkt bekommen. Ja, freut man sich natürlich. Da haben wir natürlich noch mal einen wunderschönen Tag hier. Sonne scheint. Ja, die Kraniche sind auf den Feldern, auf den abgeernteten. Ein bisschen viel Besucherverkehr im Moment bringt natürlich auch ein bisschen Unruhe rein. Aber ansonsten bin ich einfach immer zu gerne hier. Ist richtig schön, erholsam. Und den Mahlbaum, den habe ich gestern auch fertig gemacht, aber war noch nichts dran über Nacht. Nicht mal frische Fährten, alles ruhig. Eddie, du bist ein Feiner. Du hörst. Nicht immer, aber fast immer. Und somit bist du auch ein guter Hund. Na, Eddie, dann komm. Na los. So, Eddie, hier komm. Ihr hört nicht. Das ist die andere Seite der Kehrung, aber muss wohl was gewesen sein. Er hebt auch den Korb hoch, kriegt irgendwie Wind. Komm. Ja, Eddie, pass schön auf, schön ruhig. Jetzt ist natürlich das eingetreten, was ich nicht wollte. Hier auf der linken Seite von meiner Lippen lagen die Sauen nur 2 Meter im Schilf drinne. Ja, 2, 3 Stücken, und sieht man hier auch, hier waren sie ganz frisch dran.
weiß nicht, ob sie sogar heute Vormittag dran war. Aber wir werden sehen. Eddie ist immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Das habe ich gewusst. Jetzt scheißt er, löst er sich hier vor Aufregung noch hin, was ich gar nicht wollte. Und vergrämt mir die Sauen dadurch. Toll. Eddie. Komm hier. So, jetzt mach mal Platz. Platz. Und so bleib. Platz, ist das Platz? Platz. So bleib. Muss ich Eddies Losung natürlich hier noch ein bisschen verblenden. Ich verblende nicht so gut, dass ich da selber reintrete demnächst. So, da wo Eddie ist, 2 Meter rechts, lagen die Sauen eben drinne und sind hier gar nicht mal hochflüchtig weggezogen in Richtung hier Schilf rein. Und naja, muss ich heute Abend mal gucken, was hier los ist. Eddie, Platz. Jetzt hör mal ein bisschen hier. Sei artig. Ja, ich weiß, die sind da in den du, Platz da! Die sind, ja, nur Wind in der Nase hier und natürlich nicht gut. Naja, aber lässt sich nicht immer vermeiden und ich will ihn nicht immer im Auto sitzen lassen und er kann auch mitkommen. So, hier habe ich gestern auch nochmal großräumig auf der linken Seite die Mahlbäume mit Buchenholzteer eingeschmiert, ne? Eine alte Roterle, den haben sie schon hier richtig zerpflückt. Haben sie auch bald ausgebuddelt, wenn es so weitergeht. Aber die nehmen sie einfach zu gerne an. Da ist auch überall, da malen sie auch, aber na, überall, wo sie so rankommen. Hier unten, hinten weiter. So, liebe Freunde, für heute soll es erstmal wieder gewesen sein. Das war nur ein kurzer Einblick. Ich fange jetzt erstmal wieder mit den Videos an, wenn ich mehr Zeit habe. Die Bienen sind eingefüttert. Jetzt bleibt wieder mehr Zeit für Jagd und Angeln. Wollen wir mal sehen. Melde ich mich demnächst wieder. In diesem Sinne, Weidmannsheil, bleibt gesund und horrido, euer Jagdstifti.